Nee, warte mal hier auf der Seite. Das mache ich gerade. So, Aufnahme läuft schon. Hallo. Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal weiter mit unserer Reihe zu Grundteigen. Und da machen wir heute Nudeln. Können wir die machen? Nee, wir machen die Breiten. Oh. Das hat auch einen Grund, aber ich erzähle erstmal, wie ich den Teig gemacht habe. Der musste jetzt eine Stunde im Kühlschrank. Die Zutaten sind sehr übersichtlich, darum habe ich mir gedacht, ich mache jetzt keinen ersten Teil, wo ich dann die Sachen zusammenrühre und dann wieder eine Pause einbaue. Wir machen Tagliatelle und in dem Fall, lass mal das quietschen, Vicky. Das quietscht gleich noch genug, wenn wir die Nudeln machen. Und das ist ein Teig, der einfach aus Mehl, Weizenmehl, ja, kannst du auch, musst du hier mit der Folie, dass du es nicht an den Fingern kleben hast. Der besteht aus Weizenmehl und Ei. Und zwar als Faustformel kann man sagen, 100 Gramm Mehl und ein Ei. Man kann natürlich auch ein Vielfaches davon machen, das ist klar. Ich habe jetzt, glaube ich, 180 Gramm Mehl und zwei Eier genommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, dann ein bisschen weniger Mehl genommen. Und das liegt daran, man kann dann sich da auch langsam dran tasten. In den Rezepten steht meistens 100 Gramm Mehl, ein Ei. Die Eier sind natürlich unterschiedlich groß. Dann geht das mal reicht es nicht. Man kann dann auch ein bisschen mit Wasser noch nachhelfen. Weiteres Ei wäre dann zu viel, aber wenn der Teig nicht richtig fest beziehungsweise zu krümelig ist, dann muss man eben da nochmal mit Wasser ein bisschen nachhelfen. Papa, wofür ist das hier? Damit stellt man hier bei der ersten Walze die Dicke ein, weil man kann nicht sofort da dünne Platten draus machen, sondern man macht erst so mitteldicke. Nee, lassen wir es mal so. Ich habe das schon passend eingestellt. So, und Tagliatelle sind halt im Grunde das, was wir hier auch als Bandnudeln erkennen. Mach's nicht kaputt, Vicky. Mach ich nicht. Ja, du bohrst da jetzt mit dem Hebel, mit der Kurbel drin rum. Das gehört nicht so. Und genau, man kann natürlich auch einen Teig aus Wasser und Mehl herstellen. Aber in dem Fall habe ich extra nochmal nachgeschaut. Die Tagliatelle werden mit Ei gemacht. Also sonst muss man halt einen Festteig aus Wasser und Mehl anrühren. Aber das Schöne, wenn man die Nudeln selber macht, erstmal muss man sie nicht so lange kochen. Sie sind auch wesentlich schöner. Und gerade bei den Eiernudeln finde ich noch ganz wichtig, man weiß, was für Eier drin sind. Wenn man die fertigen Eiernudeln aus der Fabrik kauft, weiß ich nicht, vielleicht gibt es mittlerweile auch welche, die irgendwie zertifiziert sind und keine toten Küken enthalten oder was auch immer. Aber es gibt da schon sehr. Also es ist meistens dann irgend so ein Industrieei und da wird vielleicht dann aus verschiedenen Sachen zusammengesucht und nicht so doll. So, du kurbelst oder was? Ja, ich kurbel. So, dann jetzt hier in die erste. Ich mache erstmal hier von unserem Teig. In welche Richtung? Das siehst du gleich schon. Wenn es durchgeht, dann ist es richtig. So, mal gucken. Zu dir hin, glaube ich. Am besten stellst du dich so davor und kurbelst im Kreis. So. Weiter. Klemmt das, oder? So. Und noch eine Runde. Ist dir zu anstrengend? Vielleicht kurbel ich erstmal ein bisschen. Geht. Kann sein, dass weil die Maschine bei Oma im Keller stand. So, machen wir weiter. Immer weiter. So, guck. Und wenn man es jetzt ein paar Mal, kann man es noch einmal umfalten. So, und dann nochmal wieder durch. Einmal. Zweimal. Einfach immer weiter kurbeln. Lohnt sich nicht, Pausen zu machen. So, und jetzt kann man hier eine Stufe weiter drehen. Auf zwei. Und weiter. Dann wird der Teig immer ein bisschen dünner, aber auch länger. Und dann haben wir nachher richtig schöne, schöne Nudeln. Ey, warte mal. Du drehst meine Kurbel hier mit. Warte mal, das war jetzt komisch.
eins. So, weiter geht's. Mach mal. Da müsst ihr aber auch auf den Arm da aufpassen. Ja, ja. Nicht, dass der hier nachher auch genudelt wird. So. Nächste Stufe. Du musst immer sagen, wenn du das verstehst, weil sonst kurbel ich die ganze Zeit mit, weil du gesagt hast, die ganze Zeit kurbeln, habe ich gesagt. Ja. Stimmt gar nicht. So, weiter. Boah, der Hebel. Der Hebel ist abgerissen. Dann steckt man, genau, richtig rein. Weiter. Falsch haben. Jetzt ist ein Loch drin. Zitze. So, aufhören. Ein zweiter. Ist halt eine alte Maschine, aber eine schöne schwere. Also nicht so eine billige, die sofort auseinanderfällt. Oh nein, jetzt klebt das. Komm, dann einfach. Warte mal, ich schneide das Stück hier mal ab. Das kann man durchaus machen. Dann machen wir das schöne Stück weiter. Jetzt ist da auch ein Loch drin. Ja, macht nichts. So, und dann machen wir nachher noch eine schöne Soße dazu. Oh, das werden ja schöne dünne. Ja. Dann gehen die aber auch ganz leicht kaputt. Ne? Ja, darum lassen wir die jetzt auch erstmal, bevor wir dann Streifen rausschneiden, lassen wir die hier ein bisschen trocknen. Dafür habe ich hier große, lange Essstäbchen über den Stuhl gelegt. Und dann können die so ein bisschen antrocknen. Das ist in dem Fall tatsächlich erwünscht. Und um nochmal bei der Soße weiter zu erzählen, die Nachbarn haben Pilze gesammelt und waren sich bei einem nicht ganz sicher, ob es ein Steinpilz ist oder nicht. Aber es war einer. Und sie haben gesagt, sie schenken mir den, weil der Herr Nachbar da auch ein bisschen Angst hatte und dem war das nicht so ganz geheuer, wenn er das nicht hundertprozentig kennt. Das ist übrigens auch die richtige Einstellung. Jetzt kurbeln. Und darum machen wir jetzt Tagliatelle mit einer schönen Steinpilz-Sahnesoße gleich. Da haben wir aber nur einen Steinpilz. Das ist so ein ganz kleiner, den braten wir gleich an. Und dann habe ich aber auch ein paar getrocknete Steinpilze noch eingeweicht. Wir werden ja immer von Oma gut versorgt mit Pilzen. Oma ist auch so eine große Pilzsammlerin, ne? Ganz genau. Hakt das denn jetzt hier so hart? So extrem? Das ist aber komisch. Vielleicht muss ich mich einfach auf die andere Seite stellen. Weil es ist besser, wenn ich so kurbel. Ja. Weil ich dann irgendwie. Und los! Ich hab Hunger. Hand weg. So, nächste Stufe. Zwei. Und weiter geht's. Ja, das ist, macht so ein bisschen Arbeit und ist tatsächlich besser, wenn man zu zweit ist, weil man braucht eigentlich drei Arme, um Nudeln zu machen. Wir haben jetzt aber vier. Ja, ja, da. Du musst aber mit beiden Händen kurbeln, weil also, so wenig Schmalz auf der Arme hast. Ja. Irgendwas läuft da doch nicht rund. So, nächste Stufe. Und weiter. Hand weg. Ja, irgendwie muss ich die Nudel auch noch greifen unten, sonst haben wir dann nur noch so einen klebrigen Haufen. So, es gibt ja natürlich mittlerweile auch elektrische Nudelmaschinen, die sparen einem dann das anstrengende Kurbeln. Aber das Kurbeln ist aber auch Sport. Ja. Reiner Sport. Das müsste aber eigentlich leichter gehen. Irgendwie macht mir das Sorgen, dass das so schwer wird. Stand ja noch im Keller. Hast du irgendwie Öl oder sowas? Ich habe da schon Öl dran gemacht. Auch um die zu reinigen, weil man darf die nicht mit Wasser abwaschen, sonst rostet sie eh kaputt. Aber ich habe es mit Öl vollkommen abgeputzt und auch ein bisschen was an die Walzen getan. So, eine. Ich muss sagen, wenn du eine Pause machen willst. Ja. Gut, dann ich zieh kurz meine Schneehose aus, das Gut. ist zu warm. Die ist dann doch ein bisschen warm. Ja. Bisschen zu warm. Ist ein bisschen warm, die Schneehose, ne? Okay.
So. Und Schneehülse. Hülse ist schön kühl, ne? Warte, ich halte es fest. Genau, so geht's auch. Man kann kurbelig gehen. Guck, das werden auch richtig, da kann man auch richtig schön lange Nudeln machen. So, jetzt hängen wir auf. Oh, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ja. Warte, ich übe schon mal ein bisschen. Ja, warte mal, ich kann ja mal gucken, ob mir da irgendwas auffällt. Ob da irgendwas schief ist oder was? Nee, eigentlich. Andere Richtung. So. So, aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, weil wir machen jetzt erstmal alle Nudelplatten und dann auch die mit der Stanzwalze, dann breite Nudeln und melden uns gleich wieder, wenn wir dann den Rest fertig machen. Bis dahin. Okay. Und da sind wir dann schon beim zweiten Teil. Ich fange jetzt hier schon ein bisschen mit der Soße an und habe auch schon hier groß Wasser aufgesetzt. Und da werden wir jetzt mal, das habe ich auch schon reichlich gesalzen. Das macht man einfach so. Und dann werde ich hier in gutem Olivenöl den kleinen Steinpilz in Scheiben anbraten. Den können wir dann nachher schön als Deko nehmen. Und dafür nehme ich mir jetzt ein kleines Schneidbrett. So. Und ein scharfes Messer. Wobei bei Pilzen braucht man ja wirklich nicht unbedingt so ein super scharfes Messer, aber es hilft natürlich ungemein, wenn man schöne Scheiben haben will. So, mache ich jetzt etwa 2 mm dick. Wenn ihr jetzt in bestimmten Regionen des Landes oder der Welt seid, bekommt ihr die frischen Steinpilze natürlich auch auf dem Markt. Aber die gehören, da sie sehr beliebt sind, auch nicht gerade zu den günstigsten. Wenn ihr natürlich zu den Menschen gehört, die sich mit Pilzen auskennen, findet ihr sie hier in Deutschland auch im Wald. Und das hier ist wirklich ein ausgesprochen schöner. Ist zwar noch relativ klein, aber klein, aber oho. Bei den größeren Pilzen hat man dann manchmal das Problem, dass dann auch schon Maden oder Würmchen drin sind, weil die mögen auch gern Steinpilze. Die finden das auch lecker. So, meine Nudeln habe ich jetzt hier zu Platten ausgerollt. Die muss ich jetzt gleich nochmal hier durch den Bandnudelmacher jagen. Aber das geht ja relativ zügig. Und das Schöne bei den frisch gemachten Nudeln ist, dass sie eben halt in 1-2 Minuten auch fertig sind. Da muss man dann eben nicht so lange dran rumkochen. Und darum mache ich jetzt erstmal die Soße. Dann kann die so ein bisschen köcheln. Und mache dann gleich nur noch expressmäßig die Nudeln fertig. Und es ist, wie ich eben schon gesagt habe, ganz nützlich, wenn die so ein bisschen antrocknen, die Nudelplatten, dann klebt das alles nicht so, nicht gleich so zusammen. Wenn sie dann einzeln aus der Maschine rausfallen und man das jetzt mit frischem Teig machen würde, dann kleben sie halt doch ziemlich schnell zusammen. Ich habe die Pilze jetzt hier in Olivenöl angerüstet. Man kann natürlich auch Butter nehmen oder anderes, was einem gerade so einfällt. Fett sollte man schon ran tun, so trocken anbraten empfiehlt sich nicht bei Pilzen, weil sie ja, wenn man sie jetzt auch nicht literweise in Wasser abgewaschen hat, sind sie relativ trocken von der Grundstruktur und geben also eigentlich keinen eigenen Saft ab. Ich habe jetzt hier eine rote Zwiebel, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich nur noch rote Zwiebeln hatte. Kann auch eine Schalotte nehmen oder eine gelbe Zwiebel oder wie die heißen. Die haben natürlich ein schönes Aroma, auch wenn man sie roh isst. Aber in dem Fall tun wir sie in unsere Pilzsoße. So, Pilze im Auge behalten. Wäre jetzt schade, wenn der schöne Pilz verbrennt. Und damit das nicht passiert, nehme ich jetzt hier mal ein paar Stäbchen. Die eignen sich übrigens super zum Kochen, wenn man mit Stäbchen umgehen kann. Sonst sind sie ja natürlich eher fies und hinderlich.
aber sonst kann man sie auch wie diese Küchenpinzetten verwenden und hat schnell die Dinge im Griff. Gerade wenn man jetzt hier so kleinere Stücke hat, die man einzeln wenden möchte, ist das ganz, ganz hilfreich. So, von der anderen Seite auch. Sind wirklich sehr hübsche Steinpilzstücke. Salzen mache ich auch zum Schluss, damit nicht das bisschen Flüssigkeit rauszieht, was wir drin haben in dem Steinpilz. Ich hatte erst überlegt, Risotto zu machen. Steinpilz-Risotto mag ich auch gern und mache ich auch relativ häufig. Wie gesagt, ich sitze halt an der Quelle mit den Steinpilzen. Man kann die aber mittlerweile auch hin und wieder gefroren kaufen. Da sollte man sie dann auf jeden Fall schön anbraten. Aber sind jetzt halt nicht mehr so selten wie noch vor einer Weile. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich den Satz eben beendet hatte. Wenn ihr euch mit Pilzen auskennt, dann könnt ihr sie auch sammeln. Aber ihr müsst aufpassen, dass was die Nachbarn nicht ohne Grund hatten. Es gibt einen Pilz, der sieht dem Steinpilz recht ähnlich. Das ist der Gallenröhrling. Der ist auch giftig. Vielleicht nicht tödlich giftig, aber schon giftig. Der sieht dem Steinpilz ähnlich. Allerdings, wenn man ihn dann aus Versehen gepflückt hat, wird man im seltensten Fall dazu kommen, sich da eine komplette Portion von reinzuziehen, weil wie der Name Gallenröhrling schon nahelegt, ist der relativ bitter. Und das ist auch eine Möglichkeit rauszufinden, wenn man jetzt den Pilz abgeschnitten hat und an der Schnittkante mit der Zungenspitze berührt und das bitter ist, dann sollte man den eben nicht mehr verzehren. Ein anderer Tipp ist noch, dass die Stiele leicht rosiges Fleisch haben und nicht grau-bräunlich wie der Steinpilz. Aber wenn ihr da nicht viel Ahnung habt, dann solltet ihr vielleicht auf Nummer sicher gehen und den Pilz getrocknet kaufen oder euch von jemandem Pilze sammeln lassen. Auch das wäre ja möglich. So, die Zwiebeln habe ich jetzt schon in das Olivenöl gegeben. Die frischen gebratenen Pilzstücke habe ich jetzt rausgenommen. Jetzt gebe ich die eingeweichten Steinpilzstücke dazu. Und röste das ein bisschen an und dann vorsichtig den Einweichsud zugeben und ein bisschen einkochen. So. Vorsichtig deshalb, weil natürlich manchmal so ein bisschen Sand, auch wenn man die Pilze putzt, noch ein bisschen Sand und Schmutz dran sein kann. Das löst sich natürlich ab, wenn man die Pilze einweicht, und dann kann man, wenn man vorsichtig schüttet, verhindern, dass man sich da Sand ins Essen holt. So, dann habe ich hier noch eingemachte Geflügelbrühe. Habe ich mal eine größere Menge gekocht und dann in so kleine 220 Milliliter Tulpengläser eingekocht. Das ist ganz praktisch, wenn man mal irgendwas machen möchte, irgendwas aufgießen möchte oder so. Und kann in den meisten Fällen natürlich auch Wasser nehmen, aber so eine Gemüsebrühe ist schon tendenziell schöner. So vom Geschmack her. So. Jetzt gieße ich hier nochmal ein bisschen Wasser nach, weil jetzt das Wasser eben schon sprudelnd gekocht hat und schon ein bisschen davon verdunstet ist. Die Brühe mit dem Pilzwasser und den Pilzstückchen lassen wir jetzt erstmal ein bisschen einköcheln. Da können wir allerdings jetzt schon so eine Prise, etwa so einen halben Teelöffel Salz zugeben. Und dann kann ich mich hier den Nudeln widmen. So. Dann gucken wir mal, ob einer guckt. Ich lege mir jetzt aber hier unter die Walzen die Folie, wo ich das eben eingewickelt habe. Den Teigklödel, Klöße, Knödel, Kloß. Hab so ein bisschen Hunger, dann bin ich immer schon leicht unkonzentriert. Aber dann fallen die fertigen Nudeln hier gleich auf eine bemehlte Fläche.
Und die Hoffnung wäre, dass sie dann eben nicht am Tisch festkleben oder aneinander. Das sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, es bleibt auch gut. Ich bestäube jetzt die Nudeln mit ein bisschen Mehl. So, und dann sehen wir gleich beim Kochen, ob das Ganze was gebracht hat. So, nächste Fuhre. Ja, beim selber Nudeln machen kann man natürlich noch viel machen. Ich werde auch noch mal einen Teig ohne Eier machen und dann vielleicht eine andere Pasta-Variante. Das Ganze hier ist ja jetzt eher ja, so eine Mischung aus Grundteig, wobei Nudelteig wirklich zu den einfachsten der Welt gehört. Da hätte man jetzt eigentlich keine Sendung zu machen müssen, aber da wir eben den Steinpilz hatten, fand ich es dann doch wieder witzig, dazu dann zu dem feinen Pilz auch noch besonders schicke, feine Nudeln zu machen. Hoffe, sie machen dann diesem Anspruch auch alle Ehre. Wie gesagt, jetzt sehen sie gerade ein bisschen klebrig aus, aber gleich, wenn sie in das kochende Wasser kommen, wird das schon alles werden. Versteht sich zwar von selbst, aber man kann natürlich überlegen, wenn man schon dabei ist, gleich mehr Nudeln zu machen, muss man immer ein bisschen abwägen. Entweder man macht eben so viel, wie man Portionen für den Tag braucht, dann kurbelt man sich nicht unbedingt einen Ast. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Arbeit schon mal macht und Teig anrührt und das Gerät aufbaut und alles Mögliche, könnte man auch gleich im größeren Maßstab das machen, so als Wochenendprojekt, und hätte dann noch mehr Portionen. Die kann man dann entweder einfrieren, das geht ganz gut, würde ich bei den Nudeln auf Eierbasis auf jeden Fall auch machen, oder man hängt sie auf zum Trocknen. Dann hätte man allerdings wieder was Ähnliches wie die Nudeln, die man so im Laden kaufen kann. Ist nicht ganz dasselbe. Selbstgemacht ist natürlich immer so ein bisschen besser, aber da ist der Unterschied dann doch nicht mehr so ganz so groß. So frische Nudeln sind doch schon noch mal ein ganz anderes Thema. So, aber ich habe jetzt hier nur für heute, für jetzt und zum Gleichverwerten gemacht. Wollte auch erstmal sehen, wie die Nudelmaschine sich so verhält und ob mir das alles so gelingt, bevor ich da in die Serienproduktion einsteige. Und dann haben wir jetzt hier die Tagliatelle fertig. Ich versuche das jetzt hier möglichst mit Mehl zu bestäuben, hier und da dazwischen, und baue die Maschine schon mal wieder ab. Dann haben wir nämlich hier nachher auch Platz zum Essen. Das hier auf dem schönen Hobbykoch-Podcast-Tisch gemacht. So. Der mittlerweile auch gar nicht mehr so schön ist, weil er schon ziemliche Dellen hat und ziemlich verranzt ist. Aber zumindest ist es eine gute Arbeitsfläche noch. Und solange ich noch eine Ecke für schöne Fotos finde, rede ich mir immer so ein, dass man ihn ja auch noch nicht abschleifen und neu lackieren muss. Was ja dann auch keine ganz triviale Aufgabe ist. Aber so im Hinterkopf habe ich das schon mal geplant. Jetzt hier mal eine kleine Putzpause zu füllen mit Geschwafel. So. Mehl ist auch weg. Wasser kocht gleich wieder. Wunderbar, alles läuft nach Plan. Es müssen nur noch die Nudeln gelingen. Dann sehe ich eigentlich keine Probleme. So hier in meine Nudelgeschichte hier, Nudel-Zwiebel-Mischung, gebe ich jetzt mal schon die Sahne rein. Auch die kann ja ein bisschen mit einkochen und dann schon mal Bindung geben. Und da das Wasser jetzt noch nicht kocht, werde ich noch mal kurz auf den Balkon gehen und ein bisschen Blattpetersilie pflücken. Die passt nämlich zu so Nudel-Zwiebel-Geschichten auch ganz wunderbar. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich nicht aus Versehen den falschen Kandidaten erwische. Gelegentlich verwechsel ich das nämlich mal mit Liebstöckel. Nee, das ist das Richtige.
werfe ich jetzt hier ganz stumpf ein paar aus. Ist jetzt ja eh bald Ende der Saison. Wer weiß, wie lange das Zeug hier noch weiter existieren kann. So, das lege ich mir schon mal als Deko bereit. Gerade noch mal ein bisschen abspülen. Aber dann wird ja alles gut. Und jetzt sehe ich hier schon die ersten Bläschen aufsteigen im Kochwasser. Also werden wir sie gleich mal zu Wasser lassen. Die Soße muss jetzt praktisch nur noch ein bisschen einreduzieren und dann muss man sie natürlich abschmecken. Ich gebe gerade mal noch ein bisschen Pfeffer dazu. Aber sonst kommt da nicht mehr viel dazu. So. Und ich glaube, dann sind wir thematisch auch schon durch für diese Sendung. Denn dann werde ich nur noch anrichten. Nudeln geht jetzt relativ zügig. Ich bringe die schon mal hier zum Topf. Und man kann natürlich, wenn man möchte, nachher auch noch ein bisschen geriebenen Hartkäse drüber streuen. Pecorino oder Parmesan geht immer auf Pasta. So, da bin ich jetzt aber gespannt. So lange müsst ihr jetzt noch warten, ob ich jetzt hier zwei oder drei riesige Nudelklöße habe oder ob das funktioniert hat. Vielleicht hätte ich sie noch länger trocknen lassen müssen. So. Manchmal hat man ja Glück. Steigen auf jeden Fall relativ zügig auf. Ich rühre jetzt ganz vorsichtig auch mit Stäbchen, damit sie nicht unten ansetzen. So, und sie lösen sich. Ich denke, das müsste klappen. Alles klar. Also, wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Dohm.